Willkommen zurück zu Eternal Legends 2 und weiter geht es hier. Wir starten durch in einem Albtraum, in Shinchis Albtraum, genauer gesagt. Was war das bitte für eine weiße Kugel? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist sie verschwunden. Die Fliegen, die kennen wir schon, die haben wir schon ein paar Mal zu Moose gemacht. Und das werden wir jetzt wieder tun. Ja, sehr spannend bis jetzt. Kerker der Albträume ist gefangen genommen worden, weil ein Hilfetrupp von einer höheren Zivilisation, nämlich die von Shinchi, gekommen ist und ja, eigentlich nur Scheiße gebaut hat. Deswegen sitzen wir jetzt hier und können gucken, wie wir klarkommen. Aber na gut. Ich würde jetzt sowas sagen wie, hier sind wir wenigstens sicher, aber das kommt mir gerade auch nicht so vor. Also da oben ist eine Tür, aber gut, ich probiere mal. Weiß nicht, geht's... Ah, nee, die ist verschlossen. Okay, gut. Dann werde ich da wohl hin müssen, wenn ich alles habe. Was hat das mit diesem Licht auf sich? Oh, er bewegt sich auf einmal selbst. Ich wollte gerade sagen, er bewegt sich auf einmal von selbst, aber das liegt an diesen guten Dingern. Die, führen mich wie ein Laufband. Die führen mich nach links. Und die führen mich nach rechts hier, diese Totenschädel oder was das darstellen soll. Oder einfach nur Steine. Ich weiß es nicht genau. Interessant. Nette Spielerei. Das kenne ich noch von The War. Was ja auch ein Fanprojekt war, falls ihr euch erinnert. Sehr schönes Spiel war das. Da gab es auch so ein Rätsel, das auf solche Schiebeteilen beruht hat. Das war auch nicht ohne. Glaube ich zumindest. Es sollte welche gab. Okay, da kann ich nicht hin. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelatscht. Was das bringt, werden wir noch sehen. Erst noch ein paar Moskitos töten. Diese Drecksviecher. Die werden sowas haben. Ich nicht. Schaut euch mal den riesen Stachel an. Mein Größenverhältnis, ne? Die sind halb so groß wie ein Mensch. Boah. Gruselige Vorstellung. Insekten, ich sag's euch, Insekten sind aus der Hölle. Insekten sind eigentlich Aliens. So ist es. Aber na gut, ich kann die Dinger auch einfach mal ignorieren. Bringt mir eh irgendwie nichts. So, dass ich nur die richtigen, den richtigen Weg finden muss. So, da ist wieder dieses Teil, von dem ich nicht weiß, was es mir bringt. Hier ist dicht. Und da geht auch nichts, aber da oben haben wir ja einen Weg gefunden. Da bin ich auch nicht hergekommen, hoffe ich, oder? Bin ich da hergekommen? Hoffe ich nicht. Ich glaube auch nicht, nee. Sonst wäre hier ja kein Gegner. Kann man sich schön orientieren an den Gegnern. Deswegen stirb! Bim, bim, bim. Ja, mit Shinchi ist es deutlich einfacher wie mit Ikari. Gegengifte bekommt man von denen auch, klar. Die vergiften bestimmt, wenn sie wollen. So, da ist wieder nichts. Aha. Ein Schalter. Ja, interessante Albträume, was die hier haben. Aber so der richtige Albtraum beginnt eigentlich erst danach. Wie bei Ikari und die Vision mit dem einen alten Dorfältesten. So, habe ich das komische Teil jetzt überall gesammelt oder was bringt mir das? Die Ecke war doch vorhin zu, ne? Glaube ich. Jetzt ist er halt nicht mehr zu. Toll. Was mache ich jetzt nochmal? ich habe bestimmt irgendwo was übersehen. Ich gucke hier nochmal, aber da ist ja nur der Schalter. Okay. Dann muss ich mich jetzt nochmal genauestens umgucken. Falsche Seite. Oder da unten rechts war ich, glaube ich, auch noch nicht. Wenn ich dürfte. Ne, darf ich irgendwie nicht. Doch, da war ich, oder war... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hab das geschafft. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt war ich hier eigentlich überall. Da ist er total im Kreis gelatscht und... Die, ah, die Tür ist jetzt offen. Ach so. Oh Mann. Shinchi erhält 25 Fertigkeitspunkte. So, mal gucken, was er sieht. Wenn er überhaupt was sieht. Ich meine, sein ganzes Leben ist gerade ein Albtraum.
Ah, jemand Neues? Vella? Valla? Ich nenne sie mal Vella. Was ist los mit dir? Das geht dich nichts an. Wenn du deinen Sohn loswerden willst, helfe ich dir dabei. Ich weiß. Verdammt. Keiner darf davon erfahren. Ich lass mir etwas einfallen. Dein Sohn hat viel von dir. Er wird es irgendwann merken. Was möchtest du mit ihm machen? Ich tue es für dich. Was weiß ich? Ich will ihn einfach nicht wiedersehen. Boah, sagt das der Vater echt? Verlass dich auf mich. Lass mich jetzt allein. Sag mir, welches Problem hast du mit ihm? Das wüsste ich auch mal gern. Es kommt mir so vor, als habe er das Monopol für Dummheit geerbt. Vella, stell keine Fragen. Das ist meine Sache. Verzeihung. Ich werde meine Zunge hüten. Jetzt bin ich aber echt neugierig. Was kann denn da so Schlimmes passiert sein? Du musst an dir arbeiten. Kannst du denn gar nichts? Ach, die Musik ist gerade wieder schön. Wenn du deine Hand an deinen Körper anlehnst, dann sieht das aus, als würde man einen Baum einen Ast abknicken. Reiß dich doch mal zusammen. Du bist so unbeholfen. Und derzeit auch völlig gesellschaftsuntauglich. Was soll dein Vater von dir denken? Also los, nochmal alles von vorne. Zur Strafe gibt's heute 10 extra Einheiten. Mach dir keine Sorgen. Ich werde immer für dich da sein. Vielleicht ist es besser, wenn du die Wahrheit niemals erfährst. Vielleicht ist es besser, wenn wir dich woanders hinbringen. Irgendwo, wo wir beide Zeit haben, unsere Gedanken zu sortieren. Ich weiß, dass du starke Medikamente bekommen hast. Ich weiß, dass alle Erinnerungen verschwunden sind. Aber du wirst ein Leben haben, welches du dir verdient hast. Ich bin für dich da, Shinji. Sei mir nicht böse. Ich denke an dich. Wir werden uns wiedersehen, versprochen. Du wirst eines Tages alles erfahren. Und niemand wird dir wieder sowas antun. Mach's gut. Was geht da ab? Sehr, sehr, sehr interessant, diese Rückblenden. Auch wenn sie uns leider noch nicht so ganz verraten. Weshalb? Es ist so gravierend, was hier abging, aber ich kann mir beim besten Willen nicht den Grund vorstellen. Ich bin echt gespannt. Aber gespannt bin ich jetzt auch auf die Story von Toan, was der so für einen Albtraum hat. Dem war ja die Sache mit dem aus dem Dorf ziehen so ein bisschen gleichgültiger. Mann, was geht hier ab? Irgendwas stinkt hier unheimlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, scheiße, ich sitze hier fest. Wo sind die anderen? Ich kann gar mehr... Mensch, ich will doch reden, Toan. Hallo? Ist da jemand? Mist. Das kann was werden. Darf ich jetzt? Danke. Ich kann mir vorstellen, was wir jetzt gleich sehen werden. Er hat doch letztens bei dem Nachtlager irgendwas davon gemeint, von wegen, ja, er darf es nie erfahren oder so. Oder ich muss es ihm sagen, aber jetzt nicht. Oh Gott, spinn wirklich. Und dementsprechend vermute ich mal stark, dass wir da etwas sehen werden. Ich würde es mir zumindest wünschen, weil das hat mich ja auch interessiert. Immer so, ja, typischer Geschwisterhass, Bruderliebe etc. habe ich bei den beiden immer wieder gerne gesehen, die Dialoge. Jetzt habe ich irgendwie voll Angst, dass wegen dieser einen Sache, dass da vielleicht was ganz Schlimmes noch passieren wird. Also gefühlstechnisch. Ich bin gespannt. Und vielleicht erfahren wir jetzt auch den Grund. Aber erst werden diese Spinnen getötet. Und man merkt langsam, wie schön jetzt langsam auch der physische Schaden bei Toan ist. Das läuft richtig gut. Da unten den Speicherpunkt nehme ich mal mit. So, regenerieren natürlich, klar. Und dann speichern. Du bist der Letzte im Bunde. Du träumst am längsten. Auf, kannst du dir jetzt was einbilden oder nicht? Kann ich daran was machen? Nee. Ich finde es auch schön. Klar, alle träumen. Alle haben eine Vision. Und es ist so schön unterschiedlich gemacht. Gut, der Dungeon sieht ungefähr gleich aus, aber das stört ja gar nicht. Weil ja total andere Inhalte immer wieder drin sind. Bei der einen war es die Kugel und so weiter. Das sind schöne Spielereien, das gefällt mir einfach.
Mal gucken, welche Spielerei hier kommt. Oder ob es hier nur Spinnen gibt. Das wäre gruselig. Nein, das wollen wir nicht hoffen. So, wenn kein Crit dabei ist, dann dauert es halt noch ein bisschen, bis sie tot sind. Aber nun haben wir es. So, da leuchtet so komisch. Da darf ich bestimmt wieder nicht drankommen. So ein Spiel hatten wir ja schon mal. Ah ja, die Frage ist jetzt, wo will ich überhaupt hin? Da runter oder rechts? Ich gehe einfach mal nach rechts. Wir werden schon sehen, ob es gut ist oder nicht. Ah, Bonus! 30 Erfahrungspunkte, 15 Gold. Yay! Der Bonus war wieder da. Sehr schön. Da häuft sich ja doch in letzter Zeit. Das ging schnell. Und Spinnenzahn. Ah, unser nächstes Craft-Item. Sehr gut. Das heißt, ich muss die Spinne auch unbedingt erlegen. Wer weiß, wie viel ich davon brauche. Das letzte Mal habe ich ja nur so 2 oder 3 gebraucht bei dem ersten Magier. Könnte ja gut sein, dass der zweite mehr von dem Zeug will. Deswegen, ich nehme alles mit. Das andere Teil, das haben wir ja schon zu Genüge gefunden. Also wenn er da nicht genug hat, weiß ich auch nicht. Aber bei den Spinnen, das gönnen wir uns. Gut, gut, gut. Spinnenzahl. Oh, ich sage langsam müde. Das ist der Pfefferminztee. Der macht mich müde. Ah, Vorsicht. Okay, das war jetzt sehr unvorsichtig. Aber ich gehe jetzt mal den Weg. Jetzt würde ich... Ah, nee. Okay, ich muss es beobachten. Sonst klappt das nicht. Hm. Ah, jetzt wäre die Zeit gut gewesen. Ich habe aber auch ein schlechtes Timing. So, es geht ja aber auch immer hin und her. Also darauf kann ich mich ja im Grunde verlassen. Das heißt, wenn das eine auf der anderen Seite ist, dann bin ich ja hier... Och Mann! Da war doch nichts. So, einfach durch. Nein, das nächste! Shit! Da war noch eins, verdammt! Ja, wenigstens komme ich ins Menü bei dem Spiel. So, der nächste. Das ist jetzt wieder eine grundlegend andere. Okay, hab's geschafft. Und noch eins, ey, ich werd verrückt. Ich habe gerade einen komischen Bug, seht ihr das? Wie oben rechts das Öffnen immer wieder leuchtet und dann doch nicht leuchtet. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich finde auch, die Farbgebung ändert sich manchmal. Na egal. Oh je, jetzt wird's echt fies, glaube ich. Alter. Boah, geschafft. Das geht noch weiter. Das Blinken ist ziemlich nervig gerade. Na gut. So, ich glaube, wir haben's. Das haben wir... Ach komm, wieso kann ich da jetzt nicht rüber? Oh nee, da geht's... Oh, ich hätte erst oben rechts einen Schalter oder so. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nein. Och nö, hätte mir das keiner sagen können. Na gut. Dann im Eiltempo wieder darüber. Und diese Richtung. Toll. Hätte ich's nur mal gemacht. So, schalte die. Oh, oh nee, oder jetzt ist hier dicht und links wahrscheinlich offen, damit ich... Oh. Na gut. Da muss man durch. So, jetzt wird's wieder lustig. Mittig bin ich eigentlich ganz gut gefahren, ne? So. Da auch durch. Ne, Moment, was ist denn hier? Da war ich auch noch nicht. Ha. Der Schalter ging auf, okay. Dann muss ich wieder hoch. Tja, die Spinne habe ich jetzt halt nicht gemacht, aber was soll's. Ich sollte vielleicht auch mal gucken, wie viel Schaden ich da ständig bekomme, ne? Ich glaube, es war ja nicht viel, aber... Oh, jetzt war ich unaufmerksam. Wie viel Schaden habe ich denn schon bekommen? Ach, das ist ja ein Witz. Wahrscheinlich kriege ich für jede Berührung einen Punkt weg oder zwei, was weiß ich. Das ist ja witzlos. So... Boah, das war schon wieder so knapp, aber... Diesmal komme ich eventuell weiter. Jawohl. Eine Treppe fehlt uns noch, dann sind wir bei dem Schalter. Ja. Da hat der gute Thorn... eine doch sehr anstrengende Aufgabe.
Das erfordert präzises Timing. So. Ob wir die letzte wieder auch noch hinkriegen? Ich hoffe doch. Ja. Alles gut. Oder auch nicht. Ey, ernsthaft? Jetzt muss ich noch zu dem anderen. Ihr seid doch verrückt. Wie ich jetzt einfach durchlaufe. Lalala, ist doch easy. Was habt ihr denn alle? Schaut mal, ich laufe einfach durch. Lalala. Okay, nicht immer. Okay. Ah, da kam das andere nochmal zurück. Da konnte ich nicht warten. So. Nee, das reicht nicht. Jetzt warte ich nochmal. Jetzt. Und noch eins. Und durch. Das war knapp. Oh nein, das war dumm. War nicht so einfach irgendwie. Komm schon. Hat doch vorhin so schön geklappt. Nee, das hat wieder zu lange gedauert. Jetzt. Oh. Und durch. So, jetzt das. Und durch. Huh. Noch nicht freuen. Noch nicht freuen. Oh, müssen die so ungleichmäßig gerade sein? Ich warte mal ab. Ah, die kriegen sich. Die kriegen sich jetzt wieder ein. Okay. Nein, eigentlich nicht. Jetzt durch. Oh Mann, wir haben's. Falsche Taste. So, das dürfte das letzte gewesen sein. Jetzt müsste alles offen sein. Na komm, Spinne. Du musst sterben. Ich weiß nicht, wie viel Zähne ich von dir brauche. Deswegen müsst ihr alle krepieren. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass da so die letzte Belohnung, dass man da wirklich erpicht drauf ist, alle Gegner machen zu müssen, die in so einem Dungeon sind. Ist zwar langwierig, aber wäre eine Motivation, wenn es einen Preis dafür gibt. So. Okay, ich werde wieder durchschlitzen. Ab jetzt. Das klappt natürlich nicht. Gut, dann werde ich versuchen, da hinten nochmal hinzukommen. So, nee, das wird nix. Jetzt. Jetzt. Oh. Wir haben's, Leute. Raus aus dem Albtraum. Und auch er bekommt 25 Fertigkeitspunkte. Oh je, das ist sein Albtraum. Wo ist der Arzt? Wissen Sie... Wir haben dafür keine Zeit. Holen Sie meinen Bruder rein, schnell. Ihr Zustand ist gerade sehr kritisch und da können wir keine Sekunde warten. Verstehen Sie das nicht? Schon. Aber... Nichts aber, holen Sie ihn rein! Ihr Bruder ist tot. Nein! Meine Tochter! Nein! Was soll ich... Entschuldigung, was soll ich jetzt machen? Ich kann leider nichts mehr für sie tun. Oh Mann. Nein, so darf das nicht enden. Da kam sie sogar nochmal zu sich. Total krank. Riga! Nein! Wären sie doch nur vorher da gewesen. Dann hätte dieser ländige Dieb nicht die Chance gehabt, meine Tochter anzugreifen. Es tut mir leid. Aber ich bin genauso machtlos wie sie. Ist doch egal. Meine Tochter ist tot. Ich will niemanden mehr sehen. Niemanden. Verstanden? Auweia. Oh. Das ist traurig. Verdammt. Ich kann Nagasai wohl nie mehr ins Gesicht sehen. Wieso? Er meint immer, dass ich auf dich ich soll auf dich aufpassen, aber du, obwohl du der Älteste bist.
Wie bitte? Der Mann wird immer älter. Mach dir keinen Kopf. Er wird nie erfahren, dass wir hier eingesperrt waren. Dieser Ort ist trotzdem unheimlich. Uns rennt die Zeit davon. Und Riga braucht dringend unsere Hilfe. Das ist doch alles unfair. Ich habe Angst. Was ist, wenn wir hier nie wieder rauskommen? Und was waren das für Gestalten im Gasthaus? Die haben mit Shinji in einer anderen Sprache gesprochen. Vielleicht hat er Ärger mit denen? Das ist alles sehr mysteriös. Ah, gut zu wissen, dass die in einer anderen Sprache gesprochen haben, dann werden sie ihn natürlich nicht zur Rede stellen. In der Zwischenzeit, ja, ich hoffe, da fliegen ein paar Köpfe nach der Sauerei, die dort unten veranstaltet wurden. Das geht ja mal gar nicht. Oh, nee, ganz anderes Szenario hier. Eure Majestät, ich kann mit Stolz verkünden, dass die Täter gefunden wurden. Hab Dank, Wachmann. Wir sollten schnell die Verhandlung durchführen, damit keine große Unruhe in unserem Volk ausbricht. Das wird kein Problem sein, Eure Majestät. Die Verantwortlichen wurden bereits hinter Gitter gesteckt. Sie sind damit völlig machtlos. Wie ihr wisst, hat ein jeder Mensch das Recht auf eine Gerichtsverhandlung. Bevor der Galgen ihr Schicksal beendet, muss das Volk die Schuldigen sehen, um solche Dinge künftig vorzubeugen. Ich befehle euch nun, die Sträflinge in meinen Saal zu holen, sowie einen fähigen Richter. Verstanden, Eure Majestät. Tja, mal schauen, ob dieser Gerichtsprozess auch wirklich fair ist. Schaut, die Wachen. Das wurde auch Zeit. Die sollten ja auch mal eine Nacht drin schlafen und sich quälen. Hände auf den Rücken. Lassen und nicht rühren. Wir werden jetzt die Türen öffnen. Sollte jemand versuchen zu fliehen, dann greifen wir knallhart ein. Fliehen? Folgt mir einfach. Wäre doch eine Option. Aber nein, natürlich nicht. Oh, da sind auch schon alle versammelt. Ein Prozess, ah, der letzte Rollenspielprozess, den ich hatte, war bei Chrono Trigger und ich habe ihn geliebt. Jetzt mal wieder einer. Sehr cool. Was ist denn hier nun los? Wenn ich das wüsste. Ruhe. Die Angeklagten können sich zu gegebener Zeit zu Wort melden. Und der Typ da rechts, ist das der... Wie heißt der bei Phoenix Wright? Der mit den... Ach, ich habe mir irgendwie ein Sieb, ne? Bei mir bleibt echt nichts hängen. Habe ich ewig lang in diesem Projekt mitgewirkt. Wie hieß denn der eine mit den silbergrauen Haaren da? Dieser Anwalt. Ach Mann, ich weiß aber auch nichts. Schlimm. Ihr schreibt es eh in die Kommentare. Ruhe, die Angeklagten können sich zu gegebener Zeit zu Wort melden. Genau. Eure Majestät, Damen und Herren dieses Saals, ich verkünde nun den Vorfall. Gestern zu später Stunde fand ein schreckliches Drama statt. Die Angeklagten wollten die Stadt betreten, aber wurden folgerichtig nicht reingelassen, weil sie keine Abenteurer hatten. Wir hatten doch einen. Das ist eine Lüge! Bitte, ihr könnt euch später zu Wort melden. Die Angeklagten haben daraufhin die Wache mit einer merkwürdigen Waffe betäubt. Danach stürmten die Angeklagten durch unser Stadttor, wobei wieder eine Wache in den Schlaf gezaubert wurde. Aber damit nicht genug. Die Angeklagten brachten auch noch den Betreiber eines Gasthauses um. Die Angeklagten wird damit zur Last gelegt, 3 Personen ermordet zu haben. Was haben die Angeklagten dazu zu sagen? So, jetzt packen wir mal aus hier, so geht's ja nicht. Sofern ich das richtig mitbekommen habe, wolltet ihr doch eben noch einen Beitrag zur Tat leisten. Ja? Das ist alles gelogen. Wir waren das alles nicht. Schildern Sie uns, was Sie an jenem Abend getan haben. Was haben wir noch gleich alles gemacht? Einen Moment. Wir haben den Dunkelberg durchquert und haben dann mit einer Wache geredet. Diese schien mir etwas verwirrt gewesen zu sein, wie auch immer. Danach haben wir ein Gasthaus betreten. Und dort zu übernachten. Mein Gott. Shinji ist doch mitten in der Nacht aufgestanden. Hat er etwas damit zu tun?
Am nächsten Morgen, wo wir uns gerade verabschieden wollten, kamen dann merkwürdige Gestalten. Diese haben den Gastweg erledigt und sinnloses Zeug geredet. Danach sind sie verschwunden und wir standen wie erstarrt rum und wurden als Täter vermutet und festgenommen. Genau so war's. Purer Unsinn! Achso, ist nur die Wache. Natürlich wart ihr drei da. Das. Ich hab's von der Mauer aus genau gesehen. Ihr wart es, ihr drei. Wir haben viele kleine Schlusslöcher entdeckt, die nicht mit Pfeilen gemacht wurden. Bei der Waffenabnahme der Person fanden wir diese merkwürdige Fernschusswaffe. Die Leute, die den Gasthausbetreiber umgebracht haben, hatten ebenfalls solche Waffen. Gibt es noch irgendwelche Einwände? Nein? Dann verkünde ich nun das Urteil. Oh, es ging jetzt aber flott. Die Angeklagten werden zum Tode verurteilt. Die Aussagen der Angeklagten waren unglaubwürdig und sie stellen eine große Gefahr für ganze Märtia dar. Na toll. Super. Toll. Einspruch. Oha. Die Angeklagten sind unschuldig, ich kann es bezeugen. Ah, das ist die Wache, mit der wir gesprochen haben. Sehr gut, dass der auch hier ist. Das Urteil wurde verkündet. Was ist denn das für eine Gerichtsverhandlung, ey? Keine Zeugen anhören, gleich das Urteil hätte man sich auch schenken können, König. Da musst du noch viel lernen, meine Fresse. Wartet, lass den Mann reden. Nur Wahrheit gewährt Sicherheit. Immerhin. Hab Dank, Eure Hoheit. Der Mann, der hier eben ausgesagt hat, kann mit Glück sagen, dass er davongekommen ist. Ich konnte beobachten, wie eine Gruppe Einbrecher die Stadt unsicher machten und ins Gasthaus gingen. Ich war auf den Zinnen ohnehin relativ sicher, traute mich aber nicht einzugreifen. Die Angeklagten befanden sich zu dieser Zeit lange in der Stadt. Der Kläger ließ sie aus Furcht passieren und verschwand. Ha! Das ist eine Lüge! Von wegen, mein Freund. Nein, es ist die Wahrheit. Sie suchen einen Schuldigen für ihr Versäumnis. Damit keine Unruhe herrscht. Damit niemand denkt, dass sie zu alt, zu schwach und für die Arbeit sind. Oh, weia. Jetzt gibt's Beef. Was soll ich denn machen? Ich hatte Angst, dass mir was passieren könnte. Oha, er gesteht sogar. Sehr gut. Ich bin schockiert über diese Nachricht. Das bedeutet, Unschuldige wären fast zum Opfer geworden und die Verbrecher sind auf freiem Fuß. Das wird Konsequenzen haben. Ich denke, im allgemeinen Interesse verkünde ich eine Änderung des Urteils. Die Angeklagten werden hiermit freigesprochen und erhalten ihre Wertsachen wieder. Puh. Ein Glück. Ich fass's nicht. Wir waren ohne weiteres fast zu Tode verurteilt worden, nur weil wir ungünstig standen. Und weil diese edlen Leute nichts Besseres zu tun haben, als ihren Ruf zu retten. Ich bin so froh, dass wir da lebend herausgekommen sind. Nicht mal, dass eine Entschuldigung wir bekamen. Nicht. Als wäre das jeden Tag so. Du hast ja recht. Aber vergessen wir das schnell. Was war eigentlich in der Gerichtsverhandlung mit dir los, Hikari? Ach, nichts. Hatte mir nur so meine Gedanken gemacht. Was machen wir nun? Was wohl? Den Mediziner suchen! Stimmt, die Zeit rennt davon. Ich hoffe, wir finden ihn. Moment. Shinji ist hier etwas... hat hier etwas geschrieben. Wir sollen zum Gipfel der Träume, wo Shinjis Vater... um Shinjis Vater zu treffen. Nie gehört. Aber es gibt keinen Ort, der sich nicht finden lässt. Also bist du wahrscheinlich noch ein bisschen gezwungen, mit uns mitzureisen, Shinji. Ich würde jetzt gerne speichern, wenn ich sowas dürfte. Unbefugte wie Sie haben keinen Zugang zum Schloss. Denn der Part ist nämlich voll. Wir haben kein Recht darauf, das Königshaus zu betreten. Bitte gehen Sie. Jo, alles klar. Aber erst mich einsperren, ne? Erst mich einsperren! Na gut, aber es war ja ein schöner, lustiger Aufenthalt im Grunde. Und da ist auch meine Speichermöglichkeit. Werte Freunde, den Mediziner suchen wir dann natürlich das nächste Mal in absoluter Ruhe. Drückt uns die Daumen, dass wir das schaffen werden und vielleicht dann irgendwann den Gipfel der Träume erreichen. Hier bei Let's Play Eternal Legends 2.